Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine ganz tolle Idee für eine richtig schöne Box. Ihr seht, es ist eine relativ große Box. Ich messe euch mal schnell die Maße aus. Also die hat von der Länge 13 cm und von der Höhe 2 cm und die Breite sind 6 cm. Und in diese Box kann man ganz wunderbar, also die kann man hier unten so aufmachen. Und da kann man ganz wunderbar so einen ganz tollen Schokoriegel verstecken. Ich habe den jetzt genau auf diesen Schokoriegel angepasst, aber da passt natürlich auch was anderes rein. Und das Ganze verschließt sich einfach so mit so einer Lasche hier unten und sieht dann ganz, ganz edel aus. Und ich habe mir gedacht, bevor ich sie verschenke, jetzt zeige ich es euch einfach kurz, damit ihr ein bisschen ja, von der Farbvariante vielleicht seht, wie man das Ganze gestalten kann. Ich habe jetzt hier mit den Mohnblüten gearbeitet und man kann das natürlich mit allen möglichen anderen dekorieren. Hier sieht man, ich habe auch immer die Mohnblüten zweimal ausgekurbelt, also in einem Farbton und habe immer diese beiden Farbtöne dann zusammen kombiniert. Also hier ist zum Beispiel jetzt Chili und Calypso als Farbe. Diese Farbkombination ist Mangogelb und Osterglocke an der Blüte. Und hier habe ich Kirschblüte und Himbeerrot als Blütenkombination verwendet. Und die Blätter an der Seite sind immer Olivgrün und Waldmoos von der Farbe. Genau, also so sehen die Boxen aus. Die sind wirklich total schön frisch und sommerlich. Und wir werden das Ganze heute aber ein bisschen anders gestalten, aber ihr könnt natürlich die Mohnblüten verwenden. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier einfach einen ganz normalen Farbkarton in Anthrazit. Das ist die Bestellnummer. Und den schneide ich mir jetzt einmal zu, also das ist ein A4-Karton, den schneide ich mir jetzt einmal zu auf 17 cm mal 21 cm. Und die eine Seite vom A4-Papier ist ja schon immer 21 cm, deswegen müssen wir uns den nur kürzen auf 17 cm. Also ganz einfach. Aber ihr bekommt aus einem Papier nur eine Packung raus. Ihr habt dann noch ein großes Reststück, das man für weitere Deko verwenden kann. Genau, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das am besten falzen müsst. Also bei uns liegt ja jetzt die 17 cm Seite gleich oben und mit der starten wir jetzt auch gleich mit dem Falzen. Ich falze mir das einmal bei 2 cm. Jetzt drehe ich mir das so, also ich habe mir das hier bei 2 cm angelegt. Ich zoome euch noch ein bisschen näher, dann seht ihr das alles noch ein bisschen besser. Ich drehe mir das jetzt so, dass meine Falzlinie hier jetzt auf der linken Seite liegt und falze dann weiter bei 8 cm, dann bei 10 cm und bei 16 cm genau. Dann hat man hier an der Seite noch eine schmalere Klebelasche sozusagen und genau, hier ist eine breitere Falze in der Mitte und dann hier noch der Rand von 2 cm. Dann legen wir uns die Seite mit den 21 cm an und die falze ich mir jetzt einmal wieder bei 2 cm. Ich mache das auch wieder rechts. Das mache ich immer deswegen auf dieser Seite, weil ich dann hier mehr Anlagefläche habe. Könntet ihr natürlich auch, also wenn ihr es nicht drehen wollt, könntet ihr das natürlich auch so bei 2 cm falzen und dann einfach weiterschieben. Ich mache es jetzt aber immer auf der einen Seite und drehe mir dann das Papier immer so, dass diese Falzlinie jetzt wieder auf der linken Seite liegt. Und dann falze ich das als nächstes bei 15 cm. Genau. Und dann sieht mein Papier so aus. Ich knicke mir das jetzt mal nach, damit ihr die Falzlinien besser sehen könnt. Sonst erkennt man die so schlecht in der Kamera. Ich schnappe mir einfach meinen Papierfalter und knicke mir alle Falzlinien einmal schön nach. Dann hat man das besser im Blick. Ich glaube, jetzt könnt ihr das alles ein bisschen besser sehen. Also hier ist eine Falzlinie, da geht eine nach unten, hier ist eine und hier ist jetzt diese Doppelfalzlinie in der Mitte und hier unten haben wir noch eine kleine Klebelasche. Genau, und dann schneide ich mir mein Papier jetzt einfach mal zu, damit ihr seht, wie das funktioniert. Als allererstes schneide ich mir hier unten meinen dünneren Teil als Klebelasche zu und das mache ich so, dass ich quasi diesen Boden hier, also das rechts, auf der rechten Seite hier, das ist der Boden. Die Kamera, die stellt immer mal wieder nicht scharf. Da schneide ich mir diese ganze Ecke ab, die brauchen wir nicht.
und schräg mir das in einem auch gleich ab. Und das mache ich auf dieser Seite genauso, also ich schräg mir das einmal hier ab, dass das hier meine Klebelasche ist und schneide mir dann hier diesen ganzen Bereich schon mal weg. Und dann mache ich so, dass ich mir hier diese Bodenlaschen auch einschneide, dass wir die nachher schön zusammenkleben können. Und zwar schneide ich hier immer an der Falzlinie entlang bis zur ersten Falzlinienüberkreuzung. Seht ihr das gut? Und schneide mir da einfach so kleine Ecken raus. Dann kann man das nachher super zusammenkleben. Die Ecke ist jetzt ein bisschen groß, aber das macht nichts, das sieht man später nicht mehr. Und das mache ich hier eben genauso, bei diesen kleineren Falzecken. Genau, dann haben wir hier unseren Bodenbereich und unsere Seitenlasche schon mal. Und jetzt müssen wir nur noch diesen oberen Bereich nutzen. Das wird dann diese Lasche, die wir in die Verpackung reinmachen. Und da mache ich es jetzt so, dass ich habe ja jetzt hier noch so eine breitere Lasche und meine Klebelasche liegt jetzt rechts. Am besten orientiert man sich an der. Die Klebelasche liegt jetzt rechts und ich schneide mir jetzt diesen großen Bereich noch zu. Und zwar bei dieser zweiten, ich zeige es euch auch gleich nach, Falzlinie zwischen meinen breiteren Falzlinien sozusagen. Diese Klappe hier wird unsere Lasche und diesen Bereich und diesen schmaleren Bereich, den kriegen wir komplett, den können wir komplett wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Ich klappe mir das einfach ein, dann kann ich das hier super entlang hochschneiden. Und schon haben wir jetzt unser Grundpapier fertig. Ich hole mir mal schnell einen anderen Farbkarton. Irgendeinen Farbkarton. Ich habe jetzt hier ein gelbes Papier, dass ihr das ein bisschen besser seht, wie unter der grauen Unterlage. Also genau, so sieht jetzt unsere Verpackung aus. Und das ist eben diese Lasche, die dann nachher unten rein verschwindet. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe da noch was vergessen. Ich muss nämlich hier noch eine Falz setzen. Das können wir jetzt aber immer noch machen. Aber ihr könnt es natürlich auch gleich am Anfang machen, denn auf meiner Lasche, die nach unten geht, muss noch mal eine Falzlinie sein. Ich werde es für euch fürs Video, damit ihr das gleich von Anfang an richtig machen könnt, noch mal richtig gut einblenden. Denn bei der 21 cm Seite kann man das auch gleich am Anfang bei 17 cm noch mitfalzen. Ich mache es jetzt eben im Nachhinein, das geht natürlich auch. Also selbst wenn ihr das nicht gesehen habt am Anfang, wo ich gefalzt habe, wo ich das eingeblendet habe, könnt ihr das jetzt noch nachträglich machen. Also ich habe es jetzt so angelegt, dass die schmale Lasche, also meine Klebelasche, oben liegt. Und dann bei 17 cm, hier lege ich es mir bei 17 cm an und falze mir einfach nur diesen Laschenteil. Und dann haben wir alle Falzlinien gesetzt. Die falze ich mir jetzt auch noch schnell nach mit einem Papierfalter und dann zeige ich euch nochmal, wie das Ganze jetzt aussieht. Und was natürlich der Vorteil ist, unser abgeschnittenes Papier hat weniger Falzlinien. Das kann man natürlich dann noch super für Deko oder andere Sachen benutzen. Okay, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also wir haben hier oben die schmale Falzlinie. Dann haben wir hier einen breiteren Bereich mit dieser Lasche hier unten. Auch hier ist die Bodenlasche. Und dann haben wir hier wieder einen breiteren Bereich mit der Lasche, die wir nachher dann einklappen. Jetzt mit Falzlinie, dann klappt es auch gut. Und eben hier noch diesen Bodenbereich und dann noch hier eine weitere Lasche. Und so ist unsere Box jetzt auch schon zusammenklebbar. Und da mache ich es jetzt so. Also es ist jetzt ein bisschen blöd, dass das beides grau ist, aber ich nehme euch noch ein bisschen näher ran, dann seht ihr das besser. Jetzt klebe ich mir die Box schon mal zusammen und ich nehme jetzt meinen Flink und Fest Plus. Ich muss mich noch an den Namen gewöhnen. Das ist eben dieser neue Kleberoller mit dieser extra Stärke. Und den finde ich echt toll. Den klebe ich mir hier jetzt einfach auf, meine Klebelasche auf. Ich ziehe mir den am Ende immer so ein bisschen nach oben. Und vielleicht sieht man das in der Kamera, der hat ganz viele so einzelne kleine Bereiche. Also der ist echt cool. Wir hatten mal einen anderen, der hieß Fast Fuse. Und der war ein bisschen schwierig in der Bedienung, finde ich. Aber den finde ich jetzt toll. Den habe ich eben schon ein bisschen getestet und finde ich super. Und genau, da habe ich mir jetzt eben den Kleber drauf gemacht. Und dann klebe ich mir einfach die Box so zu, dass ich mir hier die Lasche so umklebe. So, und dann sieht meine Box schon fast aus wie eine kleine Box.
Jetzt müssen wir noch den Boden zusammenkleben. Und da mache ich es immer so, also meine Lasche, die liegt jetzt auf der rechten Seite, die soll später so nach unten sich verschließen. So, weil ich möchte hier einen schönen Abschluss haben, eine schöne Rundung. Und diese schöne Rundung möchte ich auch auf dieser Seite haben. Deswegen ist das hier das Letzte, das ich mir anklebe. Ich stelle mir jetzt die Box so auf, klappe mir meine kleineren beiden Teile nach innen und nehme mir einfach ein bisschen Flüssigkleber, mache mir hier einfach noch so ein bisschen Flüssigkleber drauf auf meine beiden Laschen, die nach unten geknickt sind, und klebe dann meine Rückseite zuerst an und dann noch mal ein bisschen Flüssigkleber drauf und dann noch meine Vorderseite von der Verpackung. Dann habe ich nämlich hier eine schöne Rundung und hier danach, wenn sie verschlossen ist, auch eine schöne Rundung. Und damit es jetzt gut hebt, mache ich mir die Verpackung nochmal auf, stelle sie mir so hin, nehme meinen Papierfalter und drücke mir das jetzt noch so ein bisschen an, damit sich der Flüssigkleber schön verteilt und alles gut anklebt. Genau. Und dann ist unsere Grundverpackung schon fertig. Jetzt geht's an die Deko. So, ihr Lieben, und heute habe ich mir gedacht, machen wir die Deko ein bisschen anders. Also ihr habt ja jetzt die vielen verschiedenen Varianten mit den Mondblüten gesehen. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht, wer möchte, hat hier die passende Karte dazu zur Box. Passen wir es nochmal mit der Blüte so an. Die habe ich euch in einem der letzten Videos gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Also so eine tolle Blumengrußkarte. Die ist jetzt vom Farbton in Schiefergrau und die Box wäre dann eben in Anthrazit. Aber ich finde, das passt trotzdem sehr gut. Und wer das lieber gleich haben möchte, kann ja die Box dann auch in Schiefergrau machen. Aber ich dachte mir, wir passen jetzt die Deko einfach mal an, dann seht ihr auch noch was anderes wie die Mondblüten. Und genau, dann machen wir jetzt einfach so weiter. Kurze Sache noch, bevor ich mit der Deko weitermache, runde ich mir hier meine Ecken vorne in der Lasche noch ein bisschen ab. Das muss man natürlich nicht machen, das funktioniert auch ohne, aber ich finde, das sieht immer sehr elegant aus und ich mache das einfach mit so einem kleinen Eckenab runter. Und dann kann man das auch super hier verschließen, wenn man die Verpackung gefüllt hat, und ich finde, es schaut einfach ein bisschen eleganter aus. Genau. Und dann nehme ich mir einfach ein Stück Designerpapier, das hat das Maß 12,5 x 5,5 cm, und klebe mir das jetzt schon mal auf meine Box hier so auf. Und das könnt ihr auch machen mit dem Flink und Fest oder dem Flink und Fest Plus oder eben mit Flüssigkleber, was euch gerade bei der Hand liegt. Ich mache das jetzt einfach nochmal mit dem Flink und Fest Plus. Und klebe mir das jetzt auf. Das hat noch so einen leichten Rand. Und finde ich, sieht total edel aus. Ich mag dieses Designerpapier unheimlich gerne. Ach ja, klar, ich muss euch auch noch sagen, welches Papier ich genommen habe. Das Designerpapier heißt Pfingstrosenpoesie. Und ich nehme auch noch Blütenrosa für die Blüten. Und wo ihr das ganze Designerpapier seht, in diesem Video, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben, habe ich euch das komplette Papier gezeigt. Da könnt ihr euch das gerne anschauen, weil es wirklich traumhaft schön ist. Okay, so, Box ist soweit durch. Jetzt kommt wirklich die Deko. Tut mir leid, ich hatte gerade eine Videounterbrechung, falls ich ein bisschen konfus bin. Manchmal ist man da gleich wieder raus, wenn es mal kurz klingelt. Okay, und für die Deko habe ich es so gemacht, dann nehme ich euch nochmal kurz ran. Da habe ich mir einmal auf ein Stück Flüsterweiß, einfach auf einen Streifen von 1,5 oder 2 cm hoch, den Spruch "Vielen Dank" aus dem Set "Frei wie ein Vogel". Das ist diese Bestellnummer. Da habt ihr also wirklich schöne Sprüche. Auch die Vögel könnte man super da draufsetzen als Deko. Und da habe ich eben das "Vielen Dank" rausgenommen, weil ich die Schrift sehr schön finde. Das habe ich mir einfach mit Anthrazitgrau aufgestempelt. Auch hier habe ich euch noch eine Bestellnummer vom Stempelkissen. Aber das habe ich, wie gesagt, schon vorbereitet. Und dann habe ich mir auch schon ausgestanzt aus den Stanzformen Pfingstrose. Alle Stanzformen, die hier so einen kleinen Einschnitt haben. Also eine zusätzliche Stanzform in der normalen Stanzform sozusagen. Und das kleine Mittelstück. Und diese vier Teile, also es sind vier Teile mit diesen Einschnitten, die bearbeiten wir uns jetzt nochmal vorsichtig. Ich tue immer das hintere Stück ein bisschen nach hinten knicken. Also eigentlich tut man sich am leichtesten mit den Händen, wenn man das bearbeitet. Es geht natürlich auch mit dem Falzbein, aber man muss da aufpassen. Beim letzten Mal, bei der letzten Karte, ist mir da auch ein Stückchen ein bisschen eingerissen. Deswegen bin ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig. Wer möchte, kann das auch natürlich total gerne noch mit Schwämmchen bearbeiten. Also da hat man noch ganz viele Möglichkeiten. Aber ich habe das eben auf der Karte nicht gemacht, deswegen mache ich das jetzt auch nicht.
Und da drücke ich mir immer das hintere Teil ein bisschen zurück und das vordere ein bisschen nach vorne und setze mir dann die zwei Größen, die am nächsten zusammenliegen, zusammen. Das heißt, die größte und die zweitgrößte Form setze ich mir jetzt hier zusammen, sodass das schön ineinander geht. Und dann die zwei kleineren auch noch. So finde ich persönlich, habe ich für mich entdeckt, dass es am besten funktioniert. Und jetzt gibt es einen kleinen Tipp, den ich, als ich die Karte gemacht habe, noch nicht gewusst habe. Man kann nämlich hier unten anpassen, wie hoch das schauen soll. Ich habe das ganz individuell gemacht, aber man kann es hier unten einfach anpassen, dass diese Stanzungen hier unten übereinander gehen. Also falls ihr mein anderes Video gesehen habt, da haben die Blüten dann unterschiedlich ausgeschaut und mit dieser Technik, dass man das unten übereinander legt und dann hinklebt, sieht es immer gleich aus. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch ganz individuell anpassen und einfach den unteren Rand dann wegschneiden, so wie ich es bei meinem ersten Video gemacht habe, weil das natürlich dann auch immer eine schöne andere Blüte gibt. Also man kann da auch ein bisschen spielen. Macht es einfach so, wie es euch gefällt. So, aber die Blüte ist schon mal fast fertig halt. Unser tolles Mittelstück fehlt natürlich noch. Ich glaube, der ist ein bisschen verstopft irgendwie an einer Seite und dann kommt dann immer viel oder wenig raus. So, jetzt aber. Und dieses mittlere Teil spitzelt dann da hinten noch so ein bisschen raus und dann hat man eine ganz, ganz tolle dreidimensionale Blüte. Ich finde, die ist echt schön. Und ich klebe mir das hier noch ein bisschen fest und dann ist es auch gut mit Kleber heute. Genau, und ich habe jetzt hier einfach noch ein bisschen. Ich habe erst gedacht, ich mache gar keinen Farbklecks, aber ich finde es jetzt ganz schön, wenn man hier doch noch ein bisschen Grün aufbringt. Das ist auch noch sehr edel. Und ich habe hier noch ein paar Ausstanzungen von meinen Mohnblüten, die ich da jetzt schön unten drunter verteilen würde. Hoppala. Und da zeige ich euch mal die Bestellnummer. Also die Mohnblüten haben eben auch dieses Blattwerk dabei. Und ihr seht es eben hier, habe ich das überall verwendet auf meinen ganzen Boxen. Und ich würde das jetzt auch, wenn es jetzt nicht genau zur Karte passt, trotzdem machen. Also man könnte natürlich dann auch was auf die Karte setzen, wenn man es kombiniert. Oder man lässt es, weil ich finde es auch schön, wenn es auf der Box ein bisschen drauf ist und auf der Karte nicht. Es ist ja trotzdem hier, finde ich, das passt es sehr gut mit dem Grün noch als bisschen Farbaufheller sozusagen. Und da werde ich jetzt noch ein paar Teile da drauf setzen. Also mit den Teilen werde ich jetzt arbeiten. Und dann mache ich mir noch mein Fähnchen zurecht. Und zwar mache ich das immer so, dass ich am Ende, wenn ich ein Fähnchen schneiden will, in der Mitte einmal einschneide und dann von der Seite bis zu meinem Mittelschnitt schnipple. Und dann hat man hier super schön so ein kleines Fähnchen. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen länger machen, also ganz wie euch das gefällt. Und das biege ich jetzt auch noch ein bisschen in Form. Und zwar einfach so ein bisschen nach hinten, dass es noch so ein bisschen Dimension kriegt. Vorne so ein bisschen so. Seht ihr, dann hat es so einen ganz leichten Schwung und dann kann ich mir das hier unten noch schön unter die Blüte setzen. Genau. Und was ich natürlich bei meinen Blütenboxen auch gemacht habe, ist, ich habe mit dem silbernen Garn gearbeitet. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt. Je nachdem. Ich versuche es jetzt in den Videos immer nicht so oft zu verwenden, weil man das halt nicht mehr bestellen kann. Aber wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr, dass ich das total schön finde und gerne, gerne, gerne einsetze. Jetzt machen wir es mal ohne. Und ich klebe mir einfach die Blüte mit Dimensionals an. Und mein Fähnchen schiebe ich danach so ein bisschen unten drunter, so dass man das eben nicht irgendwie hier unten so rausspitzeln sieht, diese Ecke. Seht ihr das? Diese Kante von dem. Ich versuche das schon, dass das so hier verschwindet. Wenn ihr euch das Fähnchen ein bisschen länger macht, tut ihr euch da ein bisschen leichter. Meins ist jetzt ein bisschen kurz geraten. Aber das hatte ich eben jetzt auch noch übrig von meinen anderen Boxen und deswegen wird es jetzt gleich verbraten. Das wäre ja schade drum. Und dann
kann ich mir das hier schön unter die Box, unter die Blüte setzen. Genau. Süß. Das finde ich sehr edel. Also die Blume, die macht natürlich schon was her. Und alle anderen Teile klebe ich mir jetzt auch einfach so ein bisschen hinter die Blüte mit ein bisschen Flüssigkleber. Ihr könntet euch das auch noch ein bisschen in Form biegen mit der Hand oder mit einem Papierfalter, was euch eben gefällt. Und ich finde, die zwei Farben machen sich da sehr gut. So. So werde ich das machen. Ihr könnt auch natürlich, wenn ihr jetzt keinen Flüssigkleber zur Hand habt, mit den Mini-Klebepunkten auch super arbeiten. Die kleben halt sofort fest. Und beim Flüssigkleber muss man immer noch ein bisschen draufdrücken, dass es dann hebt. So. Also die Box ist an sich schon total schön. Und jetzt kann man natürlich auch noch mit den tollen facettierten Glitzersteinen arbeiten. Echte Eleganz nennen die sich. Die finde ich einfach so schön. Und die haben wir natürlich auf der Karte auch benutzt. Und deswegen kommen die jetzt natürlich auch auf die Box. Hoppala. Ich sollte den Kleber auch mit abziehen. Ich muss mal gucken, wo ich mir die jetzt hinsetze. Ja. Ich finde, hier ist so ein loser Rand, da könnte man das irgendwie schön hinsetzen. Ist das zu viel? Was meint ihr? Dann noch einen kleinen dritten. Mehr aber was anderes. Das können wir doch durchaus machen, oder? Ich finde das eigentlich ganz schön so. Cool, ja. Ich glaube, ich lasse das tatsächlich so. Also ist jetzt auch mal eine ganz elegante Box. Und ganz zum Abschluss nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen Wink of Stella und glitze mir meine Blüte noch so ein bisschen ein. Hier meine Blütenmitte. Wenn es dann trocknet, sticht es nicht mehr ganz so vor, sondern glitzert einfach nur ganz schön. Und dann gehe ich mir noch so ein bisschen außenrum um meine Blüte. An den Blütenrändern. Also prinzipiell sind wir fertig. Was ich jetzt aber, glaube ich, schon noch mache, ist mit meinem Garn arbeiten, weil sie einfach so schön ist. Also falls ihr das euch auch bestellt habt, könnt ihr das ja noch nutzen. Und falls ihr nicht habt, dann macht es auch nichts, dann lasst es einfach weg. Aber ich baue es jetzt noch kurz hin und dann könnt ihr sehen, wie das mit Garn aussieht. Ich mag das, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Aber es ist ja alles Geschmackssache. Und das setze ich mir jetzt noch ein bisschen hinter meine Blüte, über diese Zweige. Das ist einfach noch so ein bisschen der letzte Glitzerschliff. Ja, ihr Lieben, also die Box ist fertig. Ich finde die sehr schön. Mir gefällt es wirklich gut mit dem Grün. Wie gesagt, in Kombination mit der Karte, wenn man die farblich anpasst, finde ich, passt die super zusammen. Auch wenn hier jetzt ein bisschen Grün ist. Man könnte ja natürlich auch da ein bisschen Grün hinbauen, ganz egal. Oder ihr macht die Box einfach so. Klar, ihr müsst natürlich nicht die Karte dazu basteln und habt hier einfach noch ein paar andere Ideen, wie ihr die gestalten könnt. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen raus. Dann lege ich euch auch noch meine rote Variante hin. Ich versuche nochmal alle reinzukriegen, oder? Wenn wir sie schon da haben, dann sollen die auch alle in Szene gesetzt werden. Superschön. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden, welches mir am besten gefällt. Aber ihr habt jetzt hier eben die Varianten mit Mohnblüten. Und ich dachte, ich zeige euch auch mal was anderes. Nicht nur immer Mohnblüten, weil ich die eben so schön finde. Und habe gedacht, nehme mal die Pfingstrose nochmal mit rein. Auch sehr, sehr edel, wie gesagt. Oder eben zum Vergleich eine schöne Mohnblüte. Genau, also jetzt kann man es einfach füllen und dann kann man die nach unten öffnen und hat hier einfach eine total elegante, schöne Box, in die man doch einiges unterkriegt. Also die ist ja relativ groß. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und beim Verschenken von euren Boxen. Ich freue mich schon, wenn ich die jetzt verschenke. Und ich glaube, sie kommen gut an. Ich bin gespannt. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einfach einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!